Holy Cannelloni, Leute. Willkommen zurück zur Ajuden Chronicle Folge 84. Ich habe den Kader auf mir. Ich kann die Kamera nicht so weit überdrehen, weil dann muss ich mich nach vorne beugen und dann ist er weg. Wir haben sie rekrutiert. Das hat legit 5 oder 6 Stunden gedauert. Jetzt no joke. Diese Kochduelle haben mir die Lebenskraft geraubt. Diese ganzen Minigames machen, ich dreh durch, ne? Die Story war ganz funny, die war ganz nice. Bisschen unhinged, um ehrlich zu sein, aber ganz nice. Die ist rekrutiert. Ich habe außerdem offscreen, alles offscreen, ihr seht da nix seht ihr davon. Habe ich das Skript gefunden, endlich. Nachdem ich angefangen habe zu save scammen. Du kannst nämlich, also das funktioniert so. Die Shops im Spiel resetten alle 30 Minuten und haben die Chance, ihre seltenen Items zu bekommen. Ja, die Chance auf seltene Items. So. Ihr könnt jetzt saven, da oben im Gasthaus, rennt darunter dann zum Gemischtwarenladen, geht dann da rein und wenn das Item, was ihr sucht, nicht da ist, dann ja, ladet ihr wieder und lauft wieder hin. Und ladet wieder und lauft wieder hin. Und ladet wieder und lauft wieder hin. So lange, bis das Item, was ihr haben wollt, wie zum Beispiel das Skript für Clark, endlich erscheint. Und jetzt können wir den nämlich auch rekrutieren. Ich habe außerdem ein bisschen Orichalcum gefarmt. Wir sind so ready, ne? Hello, young man. We meet again. Is that a script you've brought me? May I? This is the one. I'm sure of it. Thank you. Let's see. It's called the Star-Crossed Lovers. Yes. Oh my. Egad! It's beautiful. A story of the highest caliber. Yeah? Oh, I could weep. I haven't been this moved in years. And to think, you walked right up to me with this masterpiece in hand. It can only be fate. In which case, the vicissitudes of your life must be an exciting tale all their own. If you say so? Clearly, young man, we were destined to meet. Two players sharing a scene in the world's grand scenario. I thought I would never work in the theater again. But now I can hear the powers above shouting in thunderous tones, the show must go on. You mentioned you were looking for comrades. With your permission, might I build a theater in your town and serve as its impresario? Ja, ich flehe dich an, mach das. Bitte. Welcome to the ranks. Outstanding. My name is Clark. And I will give you wonder, I will give you splendor, I will dazzle you with fleeting dreams. The show will go on. Clark wurde ein Verbündeter. Oh mein Gott, wir können die Abenteurer-Gilde weiter ausbauen. Vielleicht können wir dann anfangen, Orichalcum farmen zu lassen. Das wäre doch nice, weil dann können wir nämlich weiter ausbauen. Oh ja. Yeah. So, jetzt muss ich... Das Problem ist... Das große Problem ist, ich konnte die ganze Zeit nicht in den Widerstand rein, weil hier nämlich das nächste Story-Event triggert. Und das wollte ich natürlich jetzt nicht offscreen wegklicken. Da ist es nämlich schon. Welcome back. Another perfect landing. Clap, clap, applause. Go, Carrie. I don't know what we'd do without you. Just so you know, something's causing a disturbance over in the square. Something? Something I haven't felt in a long time. Okay. Gehen wir gleich raus. Jetzt als allererstes erstmal ein bisschen Schoko-Crispies. Und, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich 16 Orichalcum und 12 heilige Baumsplitter. Ich weiß noch nicht, wo man die kriegt. Aber jetzt gibt es erstmal hier Fett-Theater. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal hin. Da gibt es wohl verschiedene Plays. Also hier so Theaterstücke, die man sich ansehen kann. Macht Sinn in einem Theater.
Ich hoffe, die sind synchronisiert. Ich hoffe, die sind nice. Ich hoffe, wir haben überhaupt irgendwelche Skripte, die wir dem geben können, damit er die dann auch machen kann, die Darbietungen. Erlaubt es dir, Rotkäppchen aufzuführen? Erlaubt es dir, Aschenputtel, Bremer Stadtmusikanten, Ayuden Chronicle Rising? Wait, what? Ich kann das erste Game zeigen lassen? Das ist ja nice. So, Horn, legendärer Bestie. Fuck, hab ich nicht. Fuck. Oh. Gut. Na gut, das muss ich jetzt aber nochmal. Okay, so, haben wir hier geholt. Habe ich nochmal 4 Stück bekommen von den Knochen. Jetzt können wir die Gilde upgraden. Das heißt, wir können neue Missionsaufgaben zuteilen. Das heißt wahrscheinlich Orifalcum. Das heißt wahrscheinlich auch die höheren Materialien bei den anderen Sachen, also bei den Knochen und bei der Nahrung. Noch ein drittes? Ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden Fall können wir es jetzt hoffentlich machen. Ich kann jetzt hier noch eine dritte Missionsgruppe zufügen. Das heißt, wir können noch mehr Leute auf Missionen schicken. Das heißt, wir kriegen unendlich viele Materialien. Einige Baumsplitter. Oh Gott. Please. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Der hat ein Bild von sich selbst dahinten. Dankeschön. Hey there. Jetzt schauen wir uns erstmal die Berichte an. Das sind nämlich eine Menge. Ich war nämlich schon lange nicht mehr hier. So, jetzt haben wir richtig viele Materialien bekommen. Okay, hier gibt es die guten Bestienknochen. Das heißt, ich habe immer noch kein anderes Zeug. Das heißt, ich muss definitiv nochmal in den Wald. Aber das mache ich nicht jetzt. Der kann mal da mit. Den nehme ich eh nie wieder mit. Die kann mit. Die nehme ich nie in die Party mit. Yufan kann mit. Und seine Frau Olle, wo ist sie? Da. Lam. Ja, Gesamtwertung B. Ich will sehen, was das macht. Ist egal. Los geht's. Sammelt ein paar Sachen. Ihr macht das toll. Okay. Zugewiesen ist. Jetzt können wir loslegen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ah ne, warte mal. Ja, kalt. Hurry, Zane. Wir müssen mal lagern. Ich habe nämlich keinen Platz. Champion Eye, Eye. Das können wir mal verkaufen irgendwann. Zwinker, zwinker. Das kann eingelagert werden. So, jetzt mal die ganzen 1000 Runen hier weg. Ich hab keinen Platz. Guck mal, wie viel die wert sind. Die sollten wir eigentlich mal equippen, aber... Ich bin ganz ehrlich, ich hab keinen Bock, die Sachen zu equippen gerade. Das ist so viel Arbeit. Ich habe auch immer so viele Charaktere dabei. Also so unterschiedliche. Dauert mir zu lang. Bin ich ganz ehrlich, dauert mir zu lange. Verklagt mich doch. Los, tut's. Verklagt mich. Rein da. Also, raus da. Letztes Mal war hier eine Sequenz. Muss ich runter? Bin ich effektiv unfähig, mein Spiel zu spielen? Ach, hier ist der Questpointer. Okay. Na gut. You stand in the awesome presence of Marcus, King of the Revenants. Do you fools see now that I spake the truth? Spake the truth. How did the Revenants get in here? We're not afraid of you. Still, you do not understand. So be it. I shall spare you further misery and raise you into my legion of servants. Nein! Not this pompous pile of bones again. Well, well. If it isn't the Vandals who demolished my beloved subjects, do you know how much trouble it was to restore them? Restore them. What do you want this time, you freaks? Gonna destroy another village like you did mine?
Hobby Poo! Have I not made that clear? I want you. Join your strength to mine, and I will grant you life eternal. Now there's a carefully crafted lie. Rude. That spineless rogue, Dirad, might attempt to deceive you, but the King of the Revenants is never false. Dirad, is it? Don't suppose that's the creep that overran our village? The one working with the lady in the fox mask? He is my arch-nemesis. How dare that villain seize the prize I had already set my sights on? Quickly now. Give yourselves over to me, that I may grant you salvation from your miserable fates. Wait, so you're not on the same side as the Revenants that attacked Yharnam? Maybe we should hear him out. At last, they see reason. Goodness, but you humans always let the blood go to your heads. I could so easily relieve you of that problem. Lass mich doch mal am Leben, Mann. I found you at last, Skeleton King. Hmm? Who are you supposed to be? I am the Necromancer Milana, your new master. You, my master, what drivel. You think a mere necromancer can... I've been searching for you for a very long time. So let's skip the unnecessary blathering and get to the part where you do as I command. Okay, I'm starting to lose track of who's trying to subjugate who here. Can we save this for later? Hear me. You stand before the King of the Revenants, ruler of the Elden Realm. How can we not hear you when you won't stop saying it? Still, I suppose you don't seem to be a monster per se. So to summarize, the Arch Revenant Dirad ousted you from your castle and you're merely trying to get it back? Wrong. Beg your pardon? I was not ousted. Losers are ousted. The villain stole the castle from me whilst I slumbered. I fail to see the distinction. And I had no idea there were Revenant kings. Ah, does it fascinate you, child? You've a handsome visage, much like mine. See how beautiful you could become with just a few small changes. Tempting, but no. Let's get back to the matter at hand. You're saying that if we get a hold of the Runelands and this palace of yours, Castle Hargantia, was it? We'll be able to eradicate the Revenant army? Ooh. Correct. Within the castle is a device powered by the Runelands of Soul Calling. Removing the Revenant army from the picture would change the course of the war. All right, then let's go. I'll... Not so fast, Commander. The Guardians are going to take care of this one. We got something of a personal stake in the matter. Yeah, Noah. Let us deal with the Revenants. I suppose that works, seeing as we still need someone to recruit new allies. Why don't you focus on that, Commander? While they storm the Revenant Castle. All right. So here's the deal, Marcus. We'll help you get your castle back. But in return, we disable that rune lens and the Revenant army with it. Agreed? It is agreed. Oh, and it goes without saying that once the deed is done, the castle shall be given over to me. Very well. Then let us make ready for Guardian Marissa and her team to storm Castle Hargantia. When all is finished, I will hold you to your promise to become my thrall. What? I made no such promise? Oh, thank goodness I can finally add a king to my undead retinue. I made no such promise.
Oh shit. It's so, Duke. This is Haishan's palace. What think you, Your Grace? Is the decor not most extravagant? I don't care for it. Oh, well, how fortunate, considering we'll be redecorating it from top to bottom. Enough! What progress with the rune lenses? We have tried to entice those with the required talents to come forward, Your Grace, but to little avail. You entice? We need them. Many of them, if we are to fully awaken the primal lens. Bring them to me. By force, if necessary. Yes, Your Grace. Oh, and if I may, it just so happens I came by a little prize that His Grace might find interesting. Oh nein, das ist bestimmt Lean, oder? Well, well. If it isn't King Salus Bailrunt of Norrister. We found him cowering in one of the neighboring villages. I have long been meaning to ask King Salus something. What? That boy, Noah. The allied army he leads must be headquartered someplace. I wonder if you might be privy as to where. I couldn't. Oh. Das Gefühl, wir müssen bald unsere Schlossanlage verteidigen. Okay, so darf ich jetzt erstmal zusammenstellen, wer mitkommt? Oder erstmal. Erstmal speichern, meine Kinder, ne? Erstmal speichern. So. Achso, ich muss hier rein. Okay, na gut, dann machen wir eine Story. Machen wir Story weiter. Wenigstens durfte ich zwischendurch speichern. Right then. Let us prepare the team that will storm Castle Hargonthia. Don't worry. We'll get this done lickety-split. Yep. We've got a score to settle with that arch-revenant piece of trash. I know the castle well, and intend to personally deliver Dirad his comeuppance. But you may have the privilege of attending me. Der schließt jetzt an. König der Wiedergänger, okay. Can't have my thrall making a run for it and breaking his promise. I made no such promise. The skeleton man told me the castle's location. I'll be using something called a menhir as my landmark. You can rest assured that the teleportation will be flawless, perfect, and devoid of any accidental strandings in the interplanar abyss. We can begin the journey whenever you are ready. Commander Noah, would you give the word? Gibst du Bescheid? Bescheid! The word is said. Oh, and thanks for doing this, Marissa. Don't mention it. And away we go. Do try not to slow me down, fleshbags. Now would be a good time to start making nice with your new master. I will join you and remain by the entrance if you wish to change your team. And I'll be taking my shop on the road. Who else are you selecting for the mission, Marissa? For the record, I would like to go, but the final decision is yours. Du kommst auf jeden Fall mit. What she said. Yep. Okay. Milana muss nicht mehr. Okay, der ist auf jeden Fall Long Range Mage. Sie ist Middle, er ist Short, sie ist Lang. Tja. Ja, Nil? Marissa, it's good to be together again. Aber Lil Win kann ich nie mitnehmen, weil die Long Range ist. Dann nehme ich halt Garou mit. Ja, sollte okay sein. 148 Leben. What do you mean? Und wir nehmen mit...
macht ein Julen. Verdoppelt Menge gesammelter Erfahrung bei Kampfende. If I won't be a bother. Yes. Welcome to the ranks. All right, Marissa. We're counting on you. If this works, it will strike a huge blow to the Dukes. Luck be with you. Consider it done. Is everyone ready to teleport? Our destination is Castle... Hardisgarth. Yes? You do know where we're going, right? Fear not. I am never less than perfect. So. Uh-oh. What is that? Holy crap. Ist irgendwie, ich weiß nicht, hat irgendwie was Witziges, dass du siehst, dass dieses perfekt kinderfreundliche JRPG Worte wie heilige Scheiße benutzt. Are we alive? Because there were a lot of detours that time. It's fine. Perfectly fine. I make no mistakes. Oh, Carrie. You are a paragon. I'm pretty sure we almost died. Paragon, say it. Unless you think you can do better. I could send you... Nope, you nailed it. No complaints. This is unmistakably the right castle. However, Elden Ring Burg. Hardisgarth is the castle's old name. How did she know this? So, the castle's floating, right? I'm guessing that's because of the rune lens. Correct. The magical overflow holds her aloft. Stunning, is she not? A truly fitting abode for the King of the Revenants. Henceforth to be known as my thrall. Perhaps it's in our best interests to keep an eye on this castle after it's been retaken. Nothing. We can sort that out later. All right, let's get started. Everybody keep a cool head. Poopoobie! As a person who's most likely to get carried away. Missions like this call for a laid-back approach. Says the guy who's so laid-back, his head touches the ground. I'll stay here and provide support. Speak to me if you need to change your team. And if you want to check on Noah, let me know and I'll blink over for a peek. Go get him, team. Oh, nun gut, Marcus. Geh voran. Nutze solch niedriges Unterfangen. Ja, ich bin Papyrus. So, ich würde sagen, dann machen wir hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann erkunden wir die Burg. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis dann. Ciao.